Ja, willkommen zurück bei TIE Fighter. In der letzten Folge haben wir alle TIE-Bomber-Missionen im Gefechtssimulator abgeschlossen. Jetzt geht's mit dem Kanonenboot weiter. Schauen wir es uns mal an. Lernen Sie Ihr Deflektorschild einzusetzen, räumen Sie ein Minenfeld und untersuchen Sie ein Waffenlager der Rebellen. Auf geht's. You will learn how to operate a deflector shield system while practicing your gunnery skills. Stormtroopers aboard system patrol craft Cithys are waiting nearby to seize any weapons or other contraband. Okay. This mission simulates an inspection of a suspected rebel arms cache protected by Type A mines. Always remember, a quick shunt of cannon energy can quickly boost shield strength at a critical moment. You will learn how to operate a deflector shield system while practicing your... You will learn to manage your energy systems. You now have to balance the energy between your cannons, shields and engines. Depending on the circumstances of the moment, you will have to adjust for greater firepower, defense or speed. You will fly assault gunboat Mu-1. This is the first Imperial Navy starfighter to have deflector shields and a hyperdrive. Armament consists of two lasers and two ion cannons mounted in the nose. There is also a dual warhead launcher. For this mission, your ship will be fitted with a standard load of 16 concussion missiles. Mm-hmm. Your enemies will be a small field of Type 1 mines. They are armed with a single omnidirectional laser cannon. They can be destroyed with a single cannon shot. Alternatively, you can use your missiles. This will allow you to destroy the mines from outside their cannon range, but this is an expensive strategy and your score will be much lower. Follow the orders you receive in flight. You may be given the option to pursue other goals. Okay, schauen wir uns an. Listen up, Mu-1. You will now learn to operate a shield system. Ich lade schon mal das Schild auf Held auf. Your deflector shield strength indicator shows an even charge. You can toggle it full forward or full rear by pressing the F key. Okay. Restore to even and set your recharge rate to maximum by pressing the F. Oh, ich bin da weit voraus. To quickly build up shield strength, transfer cannon power by pressing the apostrophe key. Da muss ich aber auch F9 drain the cannons, so reset their recharge rate by pressing the F9 key. Press the T key until a mine is targeted in the combat multi-view display. Da. It's just out of range, so set your throttle to full and close. Einfach nur drauf zufliegen. As your targeting box lights up green. Na gut, versuchen wir es mal, ihn zu lieben. It only takes one shot, so target the next quickly. Find it easier if you set your cannons to dual fire mode. Okay. So, dann probieren wir es mal. So schnell gehen ja meine Schilde nicht runter, dafür habe ich sie ja. Okay.
cannons by pressing the W key. Hey. Ja, da fliegt der auch das Minenfeld. Ich muss erst wieder in Verfassung kriegen. Ach so. Da ist er. Nee, wir müssen erstmal die Minen wegmachen. Ach doch nicht so. Zinnober, wartet doch erstmal. Ich bin nicht so schnell, leider. Leider schieße ich zu oft vorbei. So. Das waren sie. Sehr gut. Well done, Moon. You've cleared the minefield. You may go now or stay and inspect the container. Und lauern wir die inspekten. Okay, es ist ja nur einer. Oder gab es mehrere? So, gucken wir mal. DP wurde untersucht. Transporterwert muss übernommen werden. Okay. Nochmal. Führt Andeckmanöver aus. Capture operation begun. Okay. Capture operation complete. Superb work. Secondary mission objectives completed. We're through here. Let's return to base with our prisoners. You may stay and destroy the container first if you want. Wer ist denn noch? Achso, der Transporter. Den Rebellenspion. Springt den Hyperarm. Ah. Ich bin wohl nicht Gips. Thank you.
erstmal um den einen hier kümmern. So. Was willst denn du? Aus. Ich will schon sagen. Und jetzt kommen X-Wings. Die halten, glaube ich, nicht ganz so viel aus. Aber ich halte sehr viel aus mit meinen Schilden. Und mit meiner Bewaffnung, das ist schon nicht verkehrt. Ich bin ein bisschen langsam unterwegs, wenn ich alles auf Vollleistung habe. Ne? Aber gleich habe ich ihn. Wenn nichts dazwischen kommt. So. So, einer noch. Sehen, ob sie dann noch ein paar Arwings hinterher schicken. Oder sind es sogar noch zwei? Also irgendwas anderes schießt noch auf mich, also. Ja, es sind noch zwei. Ihn noch. Und Teilangriff hier. Aber jetzt sind sehr ausgeglichen die Chancen, weil ich auch Schilder habe. Also bin ich nicht mit ein, zwei Treffern weg, sondern kann meine Schilder auch immer wieder aufladen. Na, komm her. Und jetzt kommen die Arwings. Ich hab's gewusst. Da noch Fünfer. Oha. Versuchen Raketen abzufeuern, genau wie ich. Thank you.
sind natürlich wesentlich wendiger und schneller als ich. Ich muss hier ein bisschen mehr Geschwindigkeit aufnehmen, wenn ich da überhaupt überstehen will. Oder ich mache einfach fort, das reicht mal langsam. Sie sind nämlich auch klein und nicht zu treffen, und da es noch eine Übungsmission ist, versuchen wir jetzt in den Überraum zu springen. Können sie uns nicht vorher kaputt machen. Nee. So. Das hat man geschafft. So, was haben wir denn gelernt? You have demonstrated the ability to clear a minefield. Na, das ist gut. Was haben wir denn sonst noch? Eine Gruppe von Piraten hat Munition gestohlen. Okay, auf geht's. Assault gunboat Mu and Transport Sigma will team up in an effort to recover munitions stolen from an Imperial armory. The pirates who stole the munitions have arranged a rendezvous with the rebels. Cargo ferries are being used to drop off and pick up the Imperial munitions containers. Both groups will undoubtedly have armed escorts. The escorts are your primary objective. Okay. Transport Sigma will disable the pirate cargo ferries and take prisoners before destroying the cargo ferries. We have heavy lifters on standby to pick up and recover the stolen cargo containers. Na dann. Assault gunboat Mu. The objective of this mission is to work as part of a team to recover stolen Imperial munitions. You will fly the assault gunboat designated Mu-2 of a four-ship flight group. For this mission, your ship will be fitted with a standard load of 16 concussion missiles. The pirates have a pair of armed cargo ferries with three escort shuttles for protection. The rebels also have a pair of armed cargo ferries, but their escorts are Y-wings. Later in the mission, you will face pairs of X-wings, A-wings and B-wings. Na toll. Na, probieren wir es mal. Nicht gleich so viele. Future, Riordo and escorts, you're under arrest. Surrender now. Request acknowledged. Using your target for attack. Yeah? Why don't you Navy cargo drivers take a hike? You've just become outnumbered, you see. Assault gunboat group Mu, destroy all enemy escorts. Transport group Sigma will do the rest. Watch the escort shuttles. Their turrets can hit you from any angle. Target disabled. Target disabled. We'll concentrate our firepower on a single escort shuttle at a time. Target destroyed. Is under attack.
target for attack. Noch ein Stück näher. Primary mission objectives completed. Thanks for your help, Mutu. Those rebels took it bad. The munitions will be returned to the old target destroyed. Using your target for attack. Sehr gut. Einen haben wir erwischt. Zwei B-Flügel. Using your target for attack. Weicht aus. Ja. Ja. Acknowledged. Using your target for attack. So, hätten wir die Frachtfähre aufhalten sollen, ne? Sekundäres Ziel. Target destroyed. Naja, ist mir auch nicht mehr zu ändern. Nee, das ist mein Kollege wo. So. Okay.
Schlepper müssen ihre Mission noch abschließen. Mal sehen. Unbekannt sucht aufzunehmendes Schiff. Und der führt einen noch das Tauben zu lang. Wir machen los. Denn geschafft ist geschafft. You have recovered imperial property while teaching our enemies a lesson. Gut. Dann soll es das für heute gewesen sein. Beim nächsten Mal versuchen wir 3 und 4. Bis dahin sage ich Tschüss, macht's gut. Euer Astronier. Tschüssi.